Hallo und herzlich willkommen zurück zu Running Red 2. Oh Gott, da habe ich gerade einen Hungry Zombie getötet und noch ein paar Quests eingelöst. Aluminium. Noch einmal Aluminium. Oh Gott. Oh! Hungry Zombie. Oh, holy Moses. Wann wird es denn wieder Tag? Ich vermisse den Tag so sehr. Oh. Lapis. Ne. I don't like. Huch. Okay, oh, da ist eine Spinne. Ich sehe genau. Da ist irgendwas. Aha. Die hauen sich irgendwie auch selbst gegen und irgendwie aufs Näschen. Das ist interessant. Und ich glaube, ich habe gerade diesen lustigen Partikeleffekt gesehen, wenn wir uns quasi heilen können. Wenn wir in die Generation zurückkommen. Da hauen sie alle gegenseitig. Ich habe denn keine Uhr. Ich brauche dringend eine Uhr. Oh Gott. So. Interessant. Okay. Mhm. Wo bin ich? Ich bin... Okay. Das heißt, ich bin... -6. Hm. Darum muss ich mich damit beschäftigen. Ah, es wird hell. Komm her, du Kackspinne. Schau dich kaputt. Oh, noch. Ih, das ist ja eine Giftspinne. Webspider. Ah, die wird bestimmt mit Dingens. Moment. Natürlich müssen wir hier immer schön, immer weiter abgeben. Denn wir brauchen das Zug. Let. So. Kommt her, Mistviecher. Aua. Nicht mal. Du kommst doch eh nicht an mich ran. Brutisch, Skeleton. Oh Gott, was es hier nicht alles gibt, ey. Oh. Da ist eine Spinne. Ich sehe sie genau. Komm her, du Mistvieh. Okay, Skeleton können wir wieder einlösen. Oh. Komm schon. Charge Status Course. Aber wir brauchen einen Diamanten. Und hier. Wir brauchen ein Gold. Mal Manual Detect. Wir hatten noch ein Gold. Genau. Zwei Gold, ein Diamanten, eine Furnace können wir machen und vier Steine. Okay, so jetzt könnten wir ja langsam mal vielleicht das kurz wegmachen. So, die Viecher sind weg. Halbwegs. Würde ich jetzt mal so behaupten. Und es regnet wie Hulle. Okay, so. Nacht erfolgreich überlebt, würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, so. Ist die Frage, bringt eine Tür überhaupt was oder reißt die mir direkt alles wieder ein? Was gibt's denn für Doors? Normale Doors halt, ne? Okay. Naja. Oh, da ist noch eine Reward-Bag. Ein Gold. Yay. Okay, dann würde ich sagen, vergrößern wir mal kurzfristig das Haus. Hatte ich jetzt noch mehr Steine? So viele Steine habe ich gar nicht geholt. Dann würde ich sagen, können wir hier dann mal in den Untergrund graben. Ja, dann mache ich hier wieder zu. Und hier wieder die Holzdingensel drauf. So, und... Ich hatte noch eine Fackel gehabt, wo ist die? Ach, ich glaube, die ist weg. Verdammt, okay. Ist sonst irgendwas, aus was ich was gerade machen kann? Nee, ne? Hier ist das zweite Gold. Aber ich könnte auch so ein Quarz, eine Spitzhacke machen. Aha, obwohl, das lohnt sich nicht, weil wir haben ja nur Stein hier. Ich brauche was zu essen, aber ich habe Apfel gefunden, meine ich. Zwei. Drei. Ich brauche eine zweite Fackel. Danke. Mach mir Licht, danke schön. Holy Moses. So. Gehen wir mal in die Tiefe und besorgen uns erstmal genug Stein für einen Ofen. Ich würde sagen, ich mache hier so ein kleines Kellerchen. Einfach um hier Steine rauszuholen.
Ja, hoffe, dass mein Wähler mich nicht im Stich lässt und mir sagt, wann irgendwo ein scheiß Monster-Spawner kommt. Hier sieht noch alles ganz gut aus. Aber man merkt es ja auch, wenn ein Stein richtig schnell abzubauen ist, dann ist er meistens ein Silberfisch-Spawner und das ist nicht so geil. Das kriegen wir schon hin. So. Erstmal genug Stein für den Ofen und für die ersten Steintools. Das wäre ganz schön. Dupdi-dudi-dudi-dudi-dudi-du. So. Okay, als erstes mal in den Ofen. Hopp, Hot Topic, yay. Schwupp, dann habe ich noch Holz. Da normales Holz, hier ja. Brennen wir mal ein Hölzchen. So. Puh. Der Snatch war schon irgendwie ein bisschen gruselig, ja. Kann man schon so sagen. So. Dann kann ich das mal ablegen. Das brauchen wir ja unten nicht. Das auch nicht. Apfel könnte ich mal essen. Ja, das ist okay. Regeneration haben wir sowieso nicht. Von daher, ne? Ist eigentlich auch egal. Nur ich denke mal, dass wir sterben werden, wenn wir unter null Hunger quasi sinken. So, ich brauche eine Axt. Und eine Spitzhacke. So. Yep. Dann würde ich sagen, auf jeden Fall mal ein bisschen Hausarbeiter. Da brauche ich Holz. Holz bitte, danke. So. Bisschen mehr Platz haben wäre schon schön. Okay. Dann, ja doch, die Größe sollte erstmal ausreichen. So hoffe ich zumindest. So. Schön. Was ein Kackwetter, aber was soll's? Wir überleben trotzdem, denn wir sind voll die Survivalista. Survivalista? Gibt's das Wort überhaupt? Ich glaube nicht. Okay, so. Ups, nein. So, fällt mal den Baum, der ist irgendwie im Weg. Hier drunter ist dunkel. Puh, da ist wieder Licht. Okay. Dann brauche ich dann irgendwie eine Tür oder so. Ich weiß nicht, also hier ist irgendwie nicht so gut, aber wäre es mit. Hier haben wir noch ein bisschen mehr Platz. Mal. Aber weg für freie Sicht auf alle Monster, die uns holen wollen. Oh, kommen. Kommen wollen, holen, kommen wollen, holen, wollen, kommen. Ne? Mache weg da den Mist und dann machen wir den Baum noch weg. Dann haben wir freie Sicht auf freies Feld. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Okay, dann hier kommt die Tür. Was ist das? Ach so, die Wand. Ja, die muss jetzt auch weichen. Es regnet in mein Haus, das ist nicht nett. So. Sehr schön, ich bin mal gespannt, was noch so alles kommt. Schön. Erstmal vor Regen schützen ist ja fies, nasse Füße zu kriegen. So. Regen ist nervig. Weil es auch irgendwie meine FPS ein bisschen anknabbert. Aber hey, was tut das heutzutage nicht mehr? Mein Charakter und überhaupt. Und ich will mich auch gar nicht mehr aufregen. Irgendwann, ganz bald, ist es vorbei und dann ist alles wieder gut. Bis dahin heißt es Zähne zusammenbeißen und durch da. So. Dicht und, oh Gott, es ist dunkel. Schnell. Licht machen, denn sonst geht die Insanity down.
Kohle bitte. Vielen Dank. Schön, schön. So, dann wollen wir hier auch alles schön mit Licht ausstatten. Dass ja keiner auf die Idee kommt, irgendwo Dunkelheit zu haben. Oh. Ich glaube, Dunkelheit wird in diesem Boardpack noch unser Feind werden, definitiv. Okay. Eine Tür vielleicht? Ich weiß nicht. Bringt eine Tür was? Ich habe das Gefühl, dass es nicht bringen wird, aber wir können es ja mal probieren. Wir könnten auch. Wobei, das macht, glaube ich, nicht so viel Sinn. Nehmen wir erstmal die Tür und gucken, was passiert. So, es ist schon. Oh, es ist so furchtbar dunkel mit diesem verkackten Regen. Das ist nicht schön. Furchtbar dunkel ist nie schön. Was zu essen? Gibt es irgendwo eine Kuh, die ich noch hauen kann? Ich habe Hunger. Wie schaut es hier aus? Da ist eine Kuh auf dem Baum. Die allgemein bekannte Baumkuh. Vielen Dank. Vielen Dank. Das sollte doch hier, ne? Yep. Murder. Evil. Ein Emerald. Schön. Ich glaube, das da rechts ist unser Effekt, der gemeint ist. Die komischen X'e da, weil wegen hält unendlich schlank. Ah, wir können hier mal ein bisschen Sand mitnehmen. So ein bisschen. Ah, Minecraft-Musik. Auch gut. So ein bisschen Glas, damit ich immer nach draußen sehen, also nach draußen gucken kann. Während die Monster mich auffressen wollen. So. Wird es dunkel oder ist es einfach nur ultra regnerisch? Ich glaube, es ist einfach nur ultra regnerisch. Oh, Bloodmoon is rising. Das ist, heißt doch nicht. Oh, fuck, es ist das dunkel. Oh, oh, lag. Ah. Der Blutmond kommt. Beilung. Lauf. Hui. Licht. Sicher ist sicher. So. Und. Ja doch. Lassen wir erstmal so vielleicht. Ja, ne? Puh. Okay. Okay. Alles wird gut. Alles wird gut. So, erstmal ein Emerald weglegen hier. Erstmal alles weglegen, was wir so haben und gerade nicht brauchen. Leider haben wir kein Eisen gekriegt, aber wir haben Kupfer. Nee, ja, Kupfer, aber Kupfer können wir nicht viel draus machen, ne? Nee, können wir nicht. Also keine Waffen zumindest. Was hier wichtig wäre. Für Waffen, so. Da kommt schon die erste Spinne. Guten Tag. Mr. Spider. Oh Gott. Mini-Spinne, Mini-Spinne. Ja, hier sollte ich zumachen, ganz dringend, denn da können die durchschlüpfen, die kleinen Fieslinge. Nicht gut. Schon. Okay, jetzt wird alles gut. Alles wird gut, alles wird gut. Zur Beruhigung erstmal ein Äpfelchen. Das brauche ich noch und Äpfelchen sind da. Okay. Und dann einfach abwarten. Einfach abwarten. Okay. Apropos abwarten hier. Ja, da geht wieder alles wieder alles gesprengt. Derweil könnten wir, wo ist denn jetzt, habe ich das abgelegt? Ja, habe ich, so, ganz klar. Ein bisschen unten Steinchen sammeln. Was? Oh Gott, das ist nicht, das war nicht mein Fehler. Diese Creepers. Ja, ja, einfach beruhigend auf Stein klopfen. Das beruhigt die Nerven. Wobei, wir brauchen die Monster eigentlich, also von daher muss ich hier eigentlich, hä? Was? Katzen werden hier gequält, das ist aber nicht okay. Nein. Hey! Was wird das, wenn es fertig ist? Kommt rein, kommt ran. Kommen sie ran. Hallo? Wieso Katze?
Wo seid ihr alle hin? Hallo? Tür ist auf. Hallo? Wollt ihr mich verarschen? Oh Gott. Fire Creeper. Klingt schon mal nicht so geil. Oh Gott. Lol. Gute Skeleton. So sehen die also aus. Oh, eine Hexe. Ah, die hat die Katze dabei. So eine ultra fiese Wither Cat. Ja, Wither. Super. Oh, das ist aber ganz kurz nur. Das ist gut. Au! Durch die Wand? Das ist unfair. Du kannst mich mal, Hexe. Jetzt, Alter. Ich verarsche. Au! Wer haut mich denn hier? Und wo, wie kann er mich da durchhauen? Da ist die böse Katze. Oh. Warte, mir fehlt der Gewitter. 30 Sekunden, Wither, willst du mich verarschen? Das gibt Ärger. Wither, oh. Komm her! Oh. So lange noch, Wither, das könnte übel enden. Wohl nö geht. Was ist denn? Da ist die große Katze. Böse große Monsterkatze. Hallo, komm mal her. Komm mal her. Miezekätzchen, hä? Hast du Angst? Ja, komm. Bist du fett, hä? Zu fett? Hm. Hab ich gehabt. Hm. Ich glaube, ich muss mal die Tür da weghauen. Ey. Meine Tür, los. Dann kommt das hier weg. So, böse Witzerkatze. Wow, die haut ja richtig rein. Okay, das lassen wir lieber vielleicht. Hallo. Warum ist die... Also... Böse Miezekatze. Habe ich nicht einen Pfeil und Bogen? Ja, verdammt. Jetzt ist langsam hier, ne? Also, irgendwann ist auch gut. So macht man das. So, halt. Ja, halt die Klappe. Mistkatze. Yeah, so kann ich mich auch hochheilen. Keine Pfeile mehr. Mist. Kann ich einen Speer bauen? Bestimmt, oder? Au! Was soll das? Nicht durch die Wand, ihr Schweine. Speer. Nur ein Dagger. Battle irgendwas? Soll was geben hier? Da, wooden Spear. Spear. Okay, das kriegen wir hin. Das kriegen wir doch hin. Halt die Klappe. Ich komme die Spinnen wieder in mein Haus. Das ist nicht so nett. Stone Spear. Muss doch funktionieren hier. Long Range und so. Au! Damit hackt. Komm, gefälligst näher. Da. Kommen Sie näher, kommen Sie ran. Wir werden Sie genauso beschissen wie nebenan. Au! Schon wieder Wither abgekriegt. Ich krieg den Anfall. Lass mich nicht verhauen. Ich brauche Leben, 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 Leben. Oh. Geht aber eigentlich ganz gut. Wow. Solange ich einfach haue, kriege ich Leben zurück, ihr lustigen Viecher. Aber jetzt wird... Oh, fuck, Telecreeper. Apropos, ich darf nicht vergessen, meinen Shit hier einzulösen. Wenn ich schon keinen Loot gerade von denen kriege, muss ich wenigstens gucken, dass ich irgendwie... Kommen Sie ran. Okay. Mehr. Hallo? Warte, irgendwie Fettbock. Auch wenn das mega riskant ist eigentlich. Schwupp! Oh, ein Slime. Kaputtnüsse. Pale Spider. Die ist hell. Telecreeper!
Die haben sogar Tooltips, die Viecher. Cool. Also die komischen Creepers. So. Creepy Creeper, Spidey Spider und Slimy Slime. Das passt sogar ziemlich gut. So, Freunde, ich habe keine Angst mehr vor der Nacht. Ihr könnt mich mal, ich bin gut dabei. Muhaha. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Oh, nein, doch nicht. Was war das denn? Ein Skelettspinne? Serious? Oh, holy moses. Tatsache, eine Skelettspinne. Trottel. Bis dahin.